Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren ja bei der ersten Lesung auch schon dafür, weil wir sind selbstverständlich auch für unsere Hochschulen und für unsere Studierenden. Und an dieser Meinung hat sich nichts geändert. Und die Kolleginnen haben ja ihre Argumente noch mal vorgetragen. Dem habe ich nichts anzufügen. Wir werden selbstverständlich diesem Gesetzesvorschlag auch zustimmen. Danke.